Nein! Ach, fuck. Ich glaube, da brauche ich den Wagenheber, ne? Kann das sein? Okay, Heber. Hallo Maus? Ich glaube, dazu muss ich erstmal den Reifen abmontieren. Oh, und ich muss das alle wieder dran machen. Hilfe! Nein! Okay, muss ich hier irgendwas abschrauben von? Bestimmt, oder? Um an die Achse zu... Ah. Okay, der Stoßdämpfer ist im Eimer gewesen. Dann haben wir hier die Halterung der Blattfeder. Okay, erstmal den Bolzen rausnehmen. Kann ich die... Wie entferne ich die denn? Oh, erstmal unter den LKW legen. Ach, da sind noch Muttern. Ach du Heiliger. Jetzt kann ich das abnehmen. Dann hier oben die. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das mit der Kamera ist noch ein bisschen blöd gelöst. Das müsste noch ein bisschen besser gelöst werden. So, jetzt kann ich hier... Gut, das haben wir jetzt getauscht. Die Zündkerze ist im Eimer. Das muss ich aber, glaube ich, vorne machen. So, dann haben wir hier drüben auch die Blattfeder. Ach du Heiliger. Achso, ich muss den Reifen wieder installieren. Ach du Heiliger. Warte mal. Den Reifen brauche ich hier nicht. Ich muss hier, glaube ich, die Zündkerze reparieren. Ach, die Nüten. Ach, die Kabel wieder. Mit Klebeband und Kabelbinder. Und ein bisschen Isolierband, dann geht das wieder. Okay, das Minispiel ist ein bisschen langweilig nach einer Zeit. Das hätte man irgendwie anders noch machen können. Oder könnte man machen. Ich will ja nicht meckern. Es ist ja noch im Early Access. Es ist ja noch Prolog, ne? Aber das ist ja, das wird ja noch irgendwie gehen. Da ist ja noch einiges möglich. Oh man, it's getting late. Ja, ist doch gut. Beruhig dich mal. Wir schaffen das schon. Kriegen wir denn irgendwie einen Bonus oder so? Können wir denn... Wir können doch eh im LKW schlafen. Oder ist es ja unsere, quasi mal unsere zweite Heimat? Was will er denn? Unsere LKW ist die zweite Heimat. So, haben wir alles repariert? Ich glaube ja. Ich glaube, das war's. So, dann kann ich das ja wieder einbauen, ne? So, dann machen wir hier unten dran das Dingen. Dann die Muttern dran. So, dann ist das schon mal fertig. Dann können wir hier den Reifen wieder dran machen. Ja, so langsam, wo ich mich dran gewöhnt habe, kriege ich das hin. Das ist hier so meine zweite Heimat jetzt. So. Kann man den Heber wegnehmen, oder? Nicht alle Teile installiert? Willst du mich verarschen? Hä, was ist denn hier nicht installiert? Ach, da unten der Bolzen noch. Stimmt, den haben wir vergessen. Wir müssen den Bolzen noch befestigen. Und natürlich den Stoßdämpfer. Suspension, check. Aufhängung geprüft. Natürlich. So, jetzt haben wir alles. Jetzt können wir den Wagen immer wegnehmen. Hä? Ernsthaft? Was fehlt denn noch? Achso, die Zündkerze. Nee, hä? Die zieht ja nicht zur Aufhängung. Oder muss ich jetzt hier alles installieren? Wieder. I think it'll work. Ich denke, es wird funktionieren. Easy. I should fix it fast. So. Ja, yeah, okay. Verstehe nicht, warum man da den Wagen haben muss für. Aber egal. So, dann wollen wir hier drüben gleich mal das gleiche machen. Gott sei Dank gehen die Sachen gut ab. Sind gut geölt. So, da müssen wir ja auch immer in die Bolzen. Warte mal, was muss man denn hier reparieren? Ach, die komplette Blattfeder ist im Eimer, oder was? Okay, das heißt also, wir müssen das auch lösen hier wieder. Oder?
Ja, aber wir müssen ja die Blattfeder lösen, oder nicht? Wollte ich gerade sagen. Ach, müssen wir erst den Stoßdämpfer rausmachen. Oh. Mann, ich hatte eine Kackarbeit. So ein Scheiß aber auch. Das muss man sich auch erstmal alles behalten hier. So, kann ich die jetzt rausnehmen? Nein, die ist noch irgendwo fest, ne? Da. Man müsste jetzt noch irgendwie auf das... Ja, das ist kacke, dass man hier halt... Man muss genau immer ein bisschen weit weg. So, dann machen wir auch lose. Ist das ein Teil, die Blattfeder so? Können wir das abnehmen? Wo muss ich denn jetzt hin? Das ist auf jeden Fall ein Teil. Hier? Nee. Das ist lose. Die Bolzen? Ernsthaft? Okay. So, dann machen wir die auch noch los hier. Und jetzt können wir die rausnehmen. So. Gut. Dann würde ich sagen, dann reparieren wir sie mal, die Feder. Ich glaube, die müssen wir hier machen. Jo. So, was muss ich denn hier machen? Ach du heiliger Strohsack. Hallo? So, das los. Hier drüben auch nochmal los. Dann... Bolzen raus. Bolzen raus. Abnehmen. Abnehmen. Oh Gott, das wird ein bisschen dauern. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heide Witzka. Aber da kann ich ja beinahe eine Werkstatt aufmachen. Ist ja gar kein Problem. So, das können wir jetzt abnehmen. Hier müssen wir, glaube ich, die Bolzen erst entfernen, beziehungsweise genau, die Mutter lösen. Dann den U-Bolzen. Oder den, ja. So, war's das jetzt? Ich glaube, das war's, ne, oder? Nein, da ist noch was. Ah, hier. So, jetzt aber. Jetzt haben wir, glaube ich, alles. Ach du Heiliger, jetzt müssen wir ein bisschen hier wieder... in der Bratpfanne und auf dem Amboss müssen wir jetzt die Sachen reparieren. Da wäre echt cool, wenn man irgendwie das Klebeband irgendwie ziehen müsste und wie gesagt, das Kabelband irgendwie so, was ich nicht schneiden oder was weiß ich, irgendwelche Zahnräder, irgendwas kann man sich doch aber einfallen lassen, oder? So, kann ich jetzt alles wieder zusammenbauen? Ja, ich denke schon. So, wollen wir mal. So, es geht ja zügig. Das Zusammenbau ist schneller. Hab ich mal alles behalten. Brauche ich keinen Plan für. So, so. Dann machen wir hier die Muttern dran. Da die Mutter, da die Mutter. Hör auf die Mutti. Sie gibt dir einen Rat. So, war's das? Ich glaube, Alter, das Zusammenbauen ist schneller wie Dings. Ich glaube, das war's, ne? Oder? Installiert? Habe ich jetzt alles? Habe ich alles installiert? Oder fehlt da noch was? Fehlt da noch irgendwas? Kann ich die jetzt wieder einbauen? Nein, ich habe sie nicht mit. Muss ich die irgendwie erst mitnehmen? Entschuldigung, ich habe keine Ahnung. Was fehlt da noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas vergessen? Oder muss ich noch irgendwas? Warte mal, ist hier noch irgendwas? Nee, alles grün? Beseitigung, reparieren, Fähigkeiten? Nee, nicht wirklich.
Warte mal, was muss ich denn hier machen? Hä? Steuerung, warte mal. Installieren, deinstallieren, Mausradvergrößerung, F-Inspektor? Ich gucke mit F, aber es passiert nichts. Verfügbar. Ach, auch Gottchen. Woher, wo war das denn? Hä? Wo ist das denn? Warte mal. Habe ich da was vergessen? Hä? Warte mal. Ach, ich hätte erst den Bolzen da ins... Ach, du Heiliger. Warte mal. Das muss aber auch einer erstmal sagen, dass man diesen Bolzen erst installieren muss. Und dann den Druff. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das war's. Okay, auf der anderen Seite hatte ich das gemacht. So, dann wollen wir mal. So, jetzt aber hier. Einbauen. Time to go. So, ich kann das aus der Ferne. Ich bin Houdini. So. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So, warte, hier müssen auch noch irgendwo rein, ne? Ich wollte auch gerade sagen. So, dann kommt der Bolzen wieder da rein. Da, dann kommt der Stoß, den wir wieder mit seinem Murmas. Und dann haben wir es, glaube ich, ne? Oder? Genau, jetzt soll der Reifen und dann ist fertig. Wow, Alter, das war schon eine größere Reparatur. Alter Falter. Ich glaube, das war's, ne? Oder? War's das? Bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich jetzt wieder losfahren? Nicht alle Teile installiert? Was? Wie nicht alle Teile installiert? Was fehlt denn? Mit R? Ach, da unten. Ja, die kann ich noch eben so machen. Ist gar kein Problem. Habe ich jetzt alle? Ich gucke nochmal. Gucke mit R, aber... Habe ich beim Motor alles eingebaut? Ich denke, ich habe alles eingebaut. Also ich hoffe. Ja, so, Wagenheber wegpacken. Der steht doch sofort an der richtigen Seite, das ist schon mal super. So, ich habe alles mitgenommen, also weiter geht's. So. Lastkraftwagenfahrer, Motherfucker. Meine Güte, was haben wir denn hier immer für ein Theater? So. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo abbiegen müssen. Ich guck mal eben schön auf die Karte. Nee, wir bleiben einfach hier. So, so. Ach ja, wisst ihr noch, früher, da war das alles viel einfacher. Ach, da hatten wir nicht solche Kackstrecken wie hier. Da fährst du und da ist gar nichts im Weg. Und da knüppelt dich nicht auch weiter nieder oder so. Ja, ja. Scheißegal. I'll contact the cops. Perhaps they can piece this thing together. I have to fix the radio. Was? Mission gescheitert. Hä, warum? Hä, warum ist die Mission gescheitert? Hä? Das habe ich... Hä? Geschichte die Alarm führt zu weniger Lohn. Ja, wieso ist die Mission gescheitert? Hä? Huch. Oh, wie cool. Wo sind wir denn jetzt? Haben wir eine Karte? Ah, endlich zu Hause. So. Okay, dann würde ich sagen, individualisieren. Aha. Beginnen Sie Ihre Anpassung. Was haben wir denn hier? Ach du heiliger Autositze. Wir könnten unsere Sitze anpassen, das ist ja toll. Nicht genug Geld. Oh krass, richtige Autositze und so. Holy shit. Lenkrad können wir anpassen. Das ist ja cool. Aber ich würde das gerne sehen, wie das aussieht vorher. Felgen? Mhm, das ist ja mega, das ist ja sehr umfangreich. Schaltknauf.
Aha. Aber ich frage mich, warum die Mission gescheitert ist. Das ist aber ärgerlich. Aha. LKW-Pritsche. So, hinten die Pritsche können wir auch anpassen. Nur farblich oder... Ah, okay. Es gibt andere Aufsätze. Sogar Tankaufsatz. Ach, krass. Dekoration, Autospiegel. Aber noch nicht. Licht an mit L. Geht aber nicht. Ja. Okay. Gut. Ansonsten... Ja, okay. Okay. Radio. Es ist alles der gleiche Song, weil es noch der Prolog ist. Aber wie detailliert, detailverliebt das einfach ist. So, hier bauen wir das Lenkrad ein wahrscheinlich. Wo geht's denn hier hin? Meine Werkstatt ist irgendwo in der Pampa. Wo fahre ich denn hier raus? Ach, da hinten. Ja, ist das meine Hütte? Ja, da wohne ich. Missionen öffnen. Ah. So, was haben wir denn hier? Zwillingsseen. Werkzeuge ins Bergwerk bringen. Die Pumpe im Bergwerk prüfen. Fracht vom Bahnhof am See heben. Fracht von einer Bergstation heben. Haben wir das nicht geschafft? Da müssen wir nochmal gucken. Schade. Hey Bart, when delivering the tools to the mine, check if their drainage pump works. Their guard fell ill and there's no one else who could take a peek. And how am I supposed to enter the premises? Relax. They gave us the padlock code. It's 0303. Mm-hmm. All right. I'll take a look once the cargo is unloaded. The pump is located at the bottom of the shaft, so you gotta take the freight lift all the way down. If the pump is on a fritz, a standard solution of turn it off and on again should do the trick. Wonder if they dug too greedily and too deep. What was that? No. No. Thanks for helping them. Das ist dieselbe Karte. Haben wir das echt nicht geschafft gehabt vorhin? Das war schade. Kommt das jetzt nochmal mit den Unfällen? Also mit den Dings und alles? Dann fahre ich jetzt außen rum. Ist mir egal. So, Gas! Gas, Mann! Gas! Wow. So, Lastkraftwagenfahrer, Dieter kommt jetzt und rettet alle in der Mine. Juhu. Lastkraftwagenfahrer, Motherfucker. Juhu. Oh, wenn das jetzt wieder passiert mit den ganzen... warum ist denn hier so staubig? Oh, hell. Can't see a thing. Hope I'm not short on fluid. Ich seh nix. Alter. Oha. Warte mal, Scheibenwischer. Wie war denn nochmal Scheibenwischer anmachen? Scheibenwischer ist mit Z. Alter Falter. Toll. Jetzt kommen auch noch Sandstürme dazu, oder was? Das ist ja großartig. Aber missionsmäßig haben wir jetzt nichts angezeigt bekommen, ne? Schauen wir mal, aber wir haben hier die Sachen, glaube ich, noch mit. Damn it. What now? Oh nein. Have to get off and see what happens. Wasting too much time here. Let's go. Schon wieder? So, was war das jetzt? F, ne? Nee, warte mal. Das muss ich mal selber gucken. Inspektor, doch F. Was ist denn hier kaputt? Hier ist nichts kaputt. Hä? Ist doch gar nichts kaputt. Was soll denn hier kaputt sein? Ist alles grün. Hä?
kann ich einsteigen? Ich muss den Truck reparieren. Natürlich kannst du einsteigen, auch wenn das Ding nicht repariert ist. Wie funktioniert das mit F nicht mehr? Ich sehe auch nichts, was uns angezeigt wird mit F. Ich drücke die ganze Zeit F, aber irgendwie... Ja, das ist nicht so toll. Das ist alles grün? Rot, rot, grün? Hä? Mit F blendet er aus, aber was... Es ist wahrscheinlich wieder das Teil hier vorne, ne? Oder? Nee, diesmal nicht. Muss ich das echt untersuchen? Normalerweise zeige ich das hier an. Oh Mann! Haben wir einen Bug gefunden? Wie gesagt, ist ja noch Early Access. Und der Prolog, wohlgemerkt. Ne. Und ich darf euch das schon vorab zeigen. Das ist das Schöne dabei.